warum die das als Reflexionsbox genommen haben. Es wirkt ein bisschen befremdlich. Einerseits könnte man sagen, okay, ist ein Easter Egg. Aber dann hätten sie es so machen können, dass es vielleicht nur in einem See vielleicht sich spiegelt, aber nicht in jedem. Ja? Das wirkt dann etwas seltsam. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass meine Stamina wieder hochgeht. Stamina, oh. Stamina, oh. Ja, wir sind noch so relativ am Anfang dieser Meerenge. Ja, ist schon krass. Wir wandern, wir wandern hin und her. Wir wandern, das ist doch gar nicht schwer. Mein Wasser geht langsam runter und mein Hunger auch etwas dort. Ja. Sehr gute Frage. Ich muss echt mal gucken, dass ich was zum Fressen kriege. Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, Hunger, Hunger. Habe Hunger, 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 habe Durst. Kann ich hier ein neues Nest bauen? Nö, es scheint nur das da hinten, okay. Ich weiß nicht. Und davon ganz schön wenig. Weiter rausscrollen kann ich auch nicht. Das ist schon die weiteste Scrollerei. Und das ist dann die naheste Optik bei denen. Ja, man guckt ihnen sozusagen etwas über die Schulter. Okay. So eine reine Ego-Perspektive wäre irgendwie vielleicht nett. Ja, da drüben ist das ganze Wäldchen. Hier ist ist der trockene Strand. Ich habe die goldene Seite des Lebens erwischt, ja. Und vor allen Dingen geht die Stamina wieder runter ohne Ende. Ja, ich muss mal was trinken, während ich mal hier weiterlaufe. Ah, so, ein bisschen ausrichten nochmal. So, und jetzt was trinken. Die Getränkeaufnahme ist geglückt und da vorne sehe man einen weiteren Saurier. Ich weiß jetzt aber nicht, was das für einer war. War das ein Raptor oder sonst was? Das habe ich jetzt nicht erkannt. Und da hinten scheint auch was zu sein. Weiß nicht, ob man das im Stream erkennt. Das dürfte zu klein sein. Es ist ein Raptor. Ja. Es ist ein Raptor. Wir werden uns mal so ein bisschen auf Abstand halten. Also auf Kontakt habe ich jetzt keinen Bock. Nicht nachdem wir so weit gekommen sind. Nein. Das wäre in der Natur übrigens auch so. Also da würde kein Pflanzenfresser zu irgendeinem Fleischfresser immer hingehen und sagen Hallo oder sowas. Das ist unrealistisch. Jo, wir bleiben mal hier so schön weit in der Ferne. Naja, da unten ist definitiv Aktivität. Akustisch war zumindest ein Signal, optisch waren zwei Signale. Da unten ist definitiv Aktivität. So, jetzt muss ich aber mal langsam gucken, dass ich auch selber nahrungsmitteltechnisch auch und getränketechnisch auch mal rankomme. Wie sieht's aus mit der Progression? Null. Ja, definitiv null. Drinking, Volz, 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 Volz. Grow. 1 von 1. Okay. Jetzt können wir theoretischerweise mal vielleicht hier so ein bisschen rüber.
Wir machen ja mal ein bisschen Hackenjass. Damit wir diese Stecke hier mal ein bisschen so schaffen, weil so spannend ist die gerade hier nicht. Damit ich zumindest runter gucken kann, was da los ist. Auf der anderen Seite. So. Na. Es läuft. Oh. Ich habe Pflanze gefunden. Der frisst also die gleiche Pflanze hier. Wenn er sich ranführen lässt. Ist ein bisschen komisch mit den Pflanzen, mit den Erkennen. Wenn man so nah dran ist, dann... das ist ein bisschen sehr komisch. Oh. Oh. Mhm. Na? Den will er nicht. Warum auch immer. Okay. Den will er. Mhm. Okay, einerseits ist es nett, dass man die Pflanzen erkennt, aber wie gesagt, die sind sehr verstreut nur. Ah, das ist... Okay, den haben wir auch. Da hinten haben wir noch ein bisschen was Pflanzliches. Es ist noch was Pflanzliches hier. Gucken wir noch mal uns um. Jetzt sieht so aus, als hätten wir das gehabt. Jetzt schauen wir mal nach Progression Points. Null. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Warum ist das jetzt bei null Progression Points geblieben? Obwohl wir tonnenweise gefressen haben. Das ist jetzt seltsam. Die ganze Zeit haben wir Progression Points bekommen, als wir gegessen hatten. Jetzt haben wir keine Progression Points bekommen. Das verstehe ich. Oh. Da ist auch nochmal so ein Gemüse. Das konnte ich auch essen. Aber immer noch null. Ja. Ich verstehe es nicht. Und warum kann ich manche Pflanzen fressen, obwohl sie nicht leuchten? Wie die jetzt gerade zum Beispiel. Und manche Pflanzen nicht fressen, wenn sie nicht leuchten. Oder andersrum. Also leuchte. Also manche kann ich nur essen, wenn sie leuchten. Und manche kann ich auch fressen, wenn sie nicht leuchten. Also in anderen Farben so. Hm. Da steige ich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch absolut nicht hinter. So, wir gehen mal auf der Seite rüber. In der Hoffnung, dass wir da Wasser finden. Die ewige Hoffnung des Wassers. So, das kann ich wieder essen. Das ist super. Wenn das so ein bisschen verstreut ist, immer diese Pflanzen oder so, damit kann ich sogar gut leben. Ne? Man weiß ich immer, aha, die kann ich ja mal essen, das ist in Ordnung. Man muss dafür laufen, die stehen nicht wie beim Farmsimulator nebeneinander oder so. Das ist ein Umstand, den kann ich gut. Ja, das ist in Ordnung, das ist auch realistisch, weil die Pflanzen haben keine Monokultur in Wirklichkeit. Das ist alles in Ordnung. Die stehen dann halt auch mal auseinander oder vielleicht auch mal an etwas seltsamen Stellen, aber es ist in Ordnung. Ah ja. Oh, 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 oh. Kein Beinbruch? Mensch, das ist doch aber ein Träumchen vor unseren Herrn Otti. Wenn der das sieht, dass man hier keinen Beinbruch kriegt, dann kann der ja wieder mal spielen. Ohne Gefahr. Aber der arme Herr wird nur Hunger verhungern und verdurst. Das ist die neue Todesursache. Ja? Nicht mehr verbluten wegen Beinbruch. Nee, nee. Das sind neue Todesursachen. So, fressen, fressen, fressen. Das ist schön jetzt gerade. Wie sieht es mit den Progression Points aus? Null. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil wir das Nest aufgebaut haben. Jetzt brauchen wir erst 25 Punkte. Bis das Nest vielleicht ein Ei drin hat. Ja, was?
Boah, es müsste doch bald erreicht sein, so rein theoretisch. So, die größere Pflanze, mal sehen, ob ich die hinter mir kriege. Ah, die kriege ich auch. Sehr schön. Ja. Pflanzelein, du musst nicht traurig sein. Ich fress dich doch so gern allein. Ja, jetzt komme ich langsam wieder so in the flow. Das ist der typischste Eiseflow. Also man hat ein bisschen was zum Essen. Man hat ein bisschen was zum Trinken. Man überlebt so langsam. Das ist okay dann schon mal so. Mir wird gerade ein bisschen kühl. Ich müsste mir etwas noch überwerfen. Ich müsste mir etwas überwerfen. Mir wird gerade kühl. Ja. So, wie sieht's denn aus? Progression Point 0. Bleeding 0, das ist okay. Durst. Ich habe Durst. Ich möchte gern was zum Trinken. Ja. Weil Essen haben wir. Wir haben jetzt hier Essen, wir haben da Essen. Oh, ein bisschen weniger könnte zum Beispiel stehen. Also das ist jetzt, also die Stelle hier ist gerade sehr gut bewachsen. Ja. Die ist gerade gut bewachsen. Das ist schon okay so, da kann man so gut leben. Aber man merkt, ich kann fressen, wie ich will, aber die Progression gehen hier hoch. Ist jetzt die Frage, von was sind jetzt die Progression abhängig? Also am Anfang, wie gesagt, haben wir festgestellt, okay, wir müssen fressen, damit wir Progression bekommen. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass wieder bunte Pflanzen haben. Viele, viele bunte Pflanzen. Jetzt stoße ich über den ganzen Mist hier. Taste B bringt auch nicht viel. Vielleicht, wenn ich jetzt auf Nest tippe. Müssen wir mal gucken. Wenn wir in Progression sind und dann auf Nest tippen. Na, wer weiß. La 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 la. Di da 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 di da 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 da. La 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 la. La la di da 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 di da 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 da. Vielleicht ist das auch noch ein Anzeigefehler. Kann natürlich auch sein. Müssen wir mal schauen. 12 Sekunden noch, ist ja mal Hammer. Wir müssen die Zeit irgendwie überdauern. So, jetzt geht's gleich los. Schon mal den Mauszeiger in der Hand. Und wir haben Progression. Da geht auch nichts. Nest ist ausgegraut. Da brauche ich den Diplofoja, da den Patschi, Patschi, Patschi. Dafür brauche ich den Dryo vorher. Galli. Maya. Das ist der Puerto, das ist der mit dem ganz langen Hals. Diablo, Patschi, Patschi, Patschi. Ist Galli etwa eine Sackgasse oder was? Der Galli scheint eine Sackgasse zu sein. So nach dem Motto, ja, bis den kannst du spielen, dann ist aber Ende. Das sieht so aus. Deshalb konnte ich jetzt mit denen wohl auch ein Nest bauen. Das heißt, ich kann das doch mal wieder mit denen spielen. Das ist ein bisschen komisch. Back. Jo. Still alive as a Galli. La di da 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 di da. La da di da da di da 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 di da. Still alive.
So. Da di da 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 da. Da da di da da di da 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 da. Jetzt gehen wir mal hier runter. In der Hoffnung, dass wir da Wasser finden. Brauchbares Wasser. Natürlich brauchbares Wasser. Unbrauchbares Wasser ist so unbrauchbar. Wir gehen hier hinunter. Wir bleiben dabei munter. Wie sieht's denn da aus? Ja, da sieht's nicht aus. Was war das für Geräusch? Keine Ahnung. Schuppi duppi duppi du. Schalalalala. So. Da unten sieht's wässrig aus. Das sieht aber irgendwie nur nach. Oder? Das könnte der Fake-Strom sein, wa? Weiß es nicht. Na, gehen wir mal runter. LOL! Die Dragonborn. Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Dragonborn. Skyrim-Spieler? Skyrim? Da war da auch was mit Dragonborn oder sowas, wa? Schubidubdidu, ich bin hier am Springen. Es ist natürlich die Frage, wo ich Wasser finde. Wasser. Ja, hier sind dann auch wieder weniger solche Büsche. Kein George-Busch und kein W-Busch. Hier gibt es keine Büsche gerade. Das heißt also, Nahrungsmittel-Technik muss ich jetzt auch mal überlegen wieder. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen langsamer laufen, damit wir wieder Ausdauer haben. Ausdauer. Ja, die Leute heutzutage haben alle keine Ausdauer mehr. Das sind alles nur hohle Broschen, ne? Galt bestimmt auch bei den Dinosauriern schon so, ja? Was ist denn das dahin? Das sieht so komisch rötlich an dem Baum aus, so wie eine Dunstwolke. Sehr merkwürdig. Und ich krieg langsam Durst. Es ist der Hammer. Schon wieder Durst. Ich hab schon wieder Durst. Du dei. Ich könnte mal was trinken. Ja, wenn ich wüsste, wo. Man müsste Wasser schnuppern können. So nach dem Motto, oh, da hinten ist Wasser. Das wäre schon lustig. Muss ja keine 80 Kilometer weit gehen, aber zumindest da hinten ist ein See. Sieht zumindest so aus, als wäre es Wasser. Es sieht flüssig aus. Es sieht so flüssig aus. Es sieht so flüssig aus. Es sieht so flüssig aus. Ja. Schon wieder gab es ein Cache-Problem gerade. Texturfilter. Ja, super. Warum auch immer. So, dann gehen wir mal ein bisschen normale Geschwindigkeit ran, falls ich gleich wegrennen muss. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht machen, das war zu laut. Das war zu laut. Man weiß ja nicht, was hier rumtingelt. Ne? Aber das Wasser fühlt sich fantastisch. Ja, yeah. Ich werde nochmal gleich noch einen Schluck nehmen, einfach nur, weil es geil ist. Ja. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Die Frage ist natürlich jetzt, wo krieg ich Essen her? Wo krieg ich Essen her? Ist zwar jetzt noch nicht akutes mit dem Essen, aber es könnte sich ja entwickeln, ne? Es könnte sich entwickeln. Ist jetzt die längste Dino-Session gerade, die überlebt.
Hab irgendwie Glück mit dem Essen jetzt gehabt, jetzt mal, ja? Es funktioniert. Man hat mal was zum Futtern. Wer ist Azadinosaurus? Gay Cruz, hello and welcome to the stream. This is only a German speaking stream, but my English is not yellow from the egg. Ja. Es ist wirklich nicht. Ich kann es nicht. Also ich kann es nicht so gut. Ich wollte es mal wesentlich besser aussprechen können. Guilaum 8819, Hallöchen Popöchen. Das sieht aber eher nach Französisch aus. Parlez-vous français. Oder so ähnlich. Aber mehr kann ich dann auch nicht. Es ist sowieso das Lustige, dass beim Saal-Stream, obwohl ich einen deutschsprachigen Titel verwendet habe, muss man ja auch mal so sagen, trotzdem sehr stark englischsprachige Zuschauer hinzukommen. Verwundert mich immer wieder. Anscheinend scheint dieses Spiel außerhalb von The Good Old Germany ein durchaus mehr Zuspruch zu haben. Was ich auch ein bisschen traurig finde. Also schade, dass Dinosaurier mittlerweile in Deutschland nicht mehr so gehen. Ja, also sprichwörtlich. Also hier liegen sie eher. Also manchmal stehen sie in Museen, aber das war es dann gewesen. Ne? Ist eigentlich traurig. Es stimmt mir traurig, dass die Dinosaurier hier nicht mehr gehen. Ich hätte gern so einen kleinen Raptor. Dann mal mit über den Kuder mit der kleinen Tierchen. Ja. Die ganzen Hütchenspieler auffressen lassen. Ja, die ganzen Hütchenspieler. Wäre vielleicht gar nicht so grundverkehrt. So, mal sehen, was jetzt dahinter liegt. Die große Neugierde. Und dahinter befindet sich Wasser. Meereswasser. Ja, egal was ich finde, aber ich finde definitiv Meereswasser. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja, okay. Die Küste. Ja. Tja. Da braucht man hier weiter hingehen, ne? Da ist Sack und Gasse. Oh, ich sollte mal weiter trotten. Wenn ich so renne, meine Stamina ist schon im Keller. Und man weiß nicht, wenn ich mal auf Flucht sein muss. Und vor allen Dingen bald vielleicht mal wieder so ein bisschen Pflänzliches finden und dann mal wieder was Flüssiges finden, wäre vielleicht nicht verkehrt. Wie sieht's aus mit der Progression Points? Nüscht. Okay. Es scheint die Theorie zu bestätigen, dass bei den Saurier mehr oder weniger Sackgasse ist. Das heißt, wir müssten nachher mal einen Serverwechsel machen. Dann müssen wir mal kicken. Dass ich auch mal einen der neuen Saurier, vielleicht irgendwie so ein Sandbox oder irgendwie so finde, wo man das mal antesten kann. Nest Invite. Nest Invite. Das sieht nach einem Weibchen aus. Ja, nehmen wir. Geil. Och, ist das süß. Wir haben ein Snoo-Snoo-Weibchen. Wir haben... Also, wenn das der gute Ort hier wüsste, dass wir jetzt endlich ein Snoo-Snoo-Weibchen haben, der würde ausflippen. Der würde richtig ausflippen. Der würde ausrasten. Der ist der Wahnsinn da, ne? Ja, hab ich vor ihm
real jetzt ein Snoo-Snoo-Weibchen bekommen. Ich glaube, der Junge flippt aus. Das ist Mist, ich hätte einen Screenshot von machen müssen. Ah, nee, ich rekorde ja sowieso. Ja, also das Ding klatsche ich ihm direkt vor der Nase. Ich hab ein Snoo-Snoo-Weibchen, ein Snoo-Snoo-Weibchen. Ist das schön. Also endlich mal. Jetzt geht's mit der Paarung weiter. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht verkehrt. Jetzt muss ich natürlich nur das Snoo-Snoo-Weibchen finden. Na? Das Weibchen, das muss ich dann finden. Dann mache ich es ganz glücklich. Ja. Es ist dann die Kontaktbörse der Saurier. Hallo, wie geht es dir, Infinity Capsule? Mir geht es saugeil. Und warum? Ganz einfach, ich habe ein Snoo-Snoo-Weibchen. Was will man mehr? Ich bin halt der Saurier mit dem längsten Schwanz, wie man sieht. Also eindeutig, den coolen Schwanz, der steht immer nach oben. Guck mal, ja, es sieht super aus. Eindeutig, und das habe ich das Snoo-Snoo-Weibchen bekommen. Und nicht der gute Otti. Haha, ja, ja. Das ist dann nicht mehr, also GTA spielt ja keiner mehr. Heute wird nur noch Grand Dino Turismo gespielt. Also GDT. Oh Gott. Das ist eine geile Mischung. So, ich muss dann wieder die Richtung da hoch, weil ich weiß, dass ich da fressen habe. Ich will mal jetzt so Stück für Stück das Gebiet hier ein bisschen erkunden für mich. In der Hoffnung, dass ich das eine oder andere Interessante hier finden werde. Ja, nachdem wir das Snoo-Snoo-Wämmchen bekommen haben, haben wir ja auch väterliche Pflichten. Das ist ja nun mal so. Da muss man gucken natürlich, dass da natürlich Sache ist. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das Snoo-Snoo-Wämmchen jetzt hier irgendwo angezeigt wird. Irgendwie als was Spezielles. Weiß ich nicht. Oh, da spielt jemand Fallout. Oh, ein sehr schönes Spiel. Habe ich ja Let's Played. Also, falls jemand mal das Let's Play sehen möchte. Da unter diesem aktuellen Stream-Video-Bild kann man da unten den Link sehen zu meinem YouTube-Kanal. Und da gibt es tonnenweise Videos. Also wenn ich dann mal nicht bei Twitch on bin, kann man sich da tonnenweise Videomaterial zuführen. Und da kann man auch sehen, wie The Isle früher war. Ja, ja, es gab mal ein früher, auch bei The Isle. The Isle sah auch mal... Baum? The Isle sah auch mal anders aus. Die Eil sah auch mal anders aus. Die Eil hatte mal mehr Charme. Ja. Und man konnte keine Nester mit Snoo-Snoo-Weibchen machen. Das war damals nicht möglich. Ich flipp gerade aus vor Freude. Ja, ist das geil. Könnte sein, dass der Galli vielleicht der neue Raptor wird? Man weiß es nicht. Galli, der neue Raptor? Ja, möglich wäre. Müsste man schauen. Es ist das Nest natürlich an einer unmöglich weiten Position positioniert. Das ist auch ein geiler Satz. An einer unmöglich weiten Position positioniert. Das ist ja mal geil. Oh mein. Wer schreibt hier die Dialogtexte? Keiner. Das ist ja das Schlimme. Ja. Das ist hier alles mit der heißen Nadel gestrickt. Aber sowas von heiß. Guck gerade so ein bisschen so verlegen auf die Uhr. Ja, ein bisschen können wir noch. Also ein bisschen ist gut. Also, wir können noch. Wir können noch. Ja, ja, wir können aber sowas von noch. Oh Gott, meine Ausdauer ist weg. Ich bin aber überlegen, ob wir gleich mal einen Serverwechsel machen.